Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, Odyssey 2.6.1 Release Version. Ich bin ja die ganze Zeit hier durch dieses, also durch dieses unterirdische Monument gegangen. Also über mir ist eine Sandgrube und da geht's mal hin. Und ich habe hier nichts gefunden. Ich werde mal nochmal an die Stelle springen, wo ich das letzte Mal war. Das war nämlich hier. Genau, richtig. Oh, hier ist was mit einer lustigen Tür. Womit denn? Genau, da brauche ich bestimmt einen Special Key, also ein spezielles Schlüsselchen. Und da hinten sehen wir doch diesen altbekannten Raum. Diesen... Boah, diese... Oh, da steht wer. Nicht wieder ein Bandit hier. Bloß kein Bandit hier. Ich habe keinen Bock auf Banditen mehr. Mein Vater! Hoffentlich kann er richtig atmen hier. Vater, Enos sei Dank. Roland, mein Sohn, was treibt dich denn nach Korinnes? Mann, bin ich froh, dass ich dich gesund wiedersehe. Ich bin jetzt Angehöriger der königlichen Marine und soll einen Auftrag des Königs ausführen. Donnerwetter, dann bist du ja in einer wichtigen Mission unterwegs. Kannst du mir sagen, worum es sich da handelt? Später. Sag mir lieber jetzt, was du hier in diesem Tempel machst. Nun, ich denke mal, du weißt, dass die Orks Korinnes eingenommen haben. Ja. Deine Mutter und ich sind mit vielen anderen Bewohnern der Stadt in den Norden geflüchtet, wo wir uns ein Lager aufgebaut haben. Ich kann dir sagen, das wären ganz schlimme Tage für uns gewesen. Die Orks waren uns dicht auf den Fersen. Das kann ich mir gut vorstellen. Doch wie kamst du jetzt hierher? Ich war auf der Jagd und kam, als ich einen Scavenger verfolgte, bis an die Brücke, die in den Süden führt. Leider aber war diese von Banditen besetzt. Ich vermute mal, dass diese Kerle zu der Bande dieses Gregors gehören, der schon seit einiger Zeit hier sein Unwesen treibt. Die Burschen bemerkten mich und als ich floh, verfolgten sie mich. Ich lief in dieses Tal und da die Banditen immer noch hinter mir her waren, versteckte ich mich in diesem Tempel. Um ganz sicher zu gehen, lief ich bis in diesen Raum. Anscheinend mit Erfolg, denn von den Banditen tauchte bisher keiner hier auf. Ich habe auch hier am Tempel keine mehr gesehen. Sie scheinen die Verfolgung wirklich aufgegeben zu haben. Hoffentlich. Ich bin mir da nicht so sicher. Wir sollten uns auf jeden Fall so schnell wie möglich aus dem Staub machen. Sicher ist sicher. Du hast recht. Doch so einfach wird die Sache wohl nicht werden. Was? Wieso? Es halten sich hier im Tempel eine Menge Untote auf. Nein! Tatsächlich? Ich habe aber bisher keine gesehen. Als ich hierher floh, hatte ich auch nichts von ihnen bemerkt. Doch als ich hier raus wollte, versperrten sie mir den Weg. Ach, du liebes bisschen. Ich fürchte daher, dass wir hier nicht so schnell rauskommen werden. Was soll denn das jetzt? Außerdem Gregor und seine Bande habe ich doch eliminiert. Untote oder nicht, wir müssen hier raus, steht hier. Bring mir das Gerben von Fellen bei. Oh, Bospa, der eigene Vater kann Gerben beibringen. Auweia. Untote oder nicht, wir müssen hier raus. Ich stimme dir zu, mein Sohn. Hier können wir nicht bleiben. Seltsam. Das hier ist doch ein Adanos-Tempel. Wo kommen dann die ganzen Untoten her? Keine Ahnung. Vielleicht hängt das mit den Schwarzmagiern zusammen, die mit den Orks gekommen sind. Das könnte sein. Aber jetzt zu unserer Flucht. Soll ich vorgehen oder sollen wir gemeinsam gehen? Wo denkst du hin? Ist doch klar, dass ich dich begleite. Wenn du aber zuvor die Lage erkunden willst, habe ich nichts dagegen. Versuche aber nicht alleine aus dem Tempel zu kommen. Es sind verdammt viele Untote, die uns den Weg versperren werden. Gut, halte dich bereit. Ich sag dir dann, wann es losgehen kann. Gut. Oh mein Gott. Ich soll jetzt hier mit ihm zusammen? Ganz viele Skelette, Untote. Aber erstmal gucke ich, was hängt hier für ein Fleisch? Ja, lecker. Schön, haben wir auch mal getan. Was haben wir hier? Tage bevor Buch von Myx hier. Schlüssel, Teleportstein, Portaltempel. Das sind ja sehr wichtige Hinweise. Und ein Alchemietisch und einen Runentisch. Und können wir hier hochklettern? Können wir. Ja, da haben wir doch jemanden verschluckt. Oh mein Gott. Oh ja, auch gut. Superman-like. Was macht Roland? Er macht die Superman-Nummer. So, das heißt also, irgendwo wird was getriggert werden, wenn ich hier, sobald ich hier rauslaufe, denke ich mal. Oh, weia. Probieren wir es aus. Nein, hier ist noch nichts.
Aber das mit dem Schlüssel, das ist mal eine interessante Sache. Aber bevor ich weitermache, da gab es ja noch ein Buch von Myxia. Myxia-Buch. Tagebuch von Myxia, da ist es. Oh, neue Quest. Wir haben unsere Studienjacke da beendet, Satorasa. Myxia. Was gibt's denn da für eine neue Quest? Bosbas Rettung. Mein Vater Bosbar ist bereit. Gut. Wissen wir. Der vermisste Wassermagier. Da ist. Ah, das ist das mit dem. Ah. Tagebuch Myxia, Wassermagier. In dem Buch ist die Rede davon, dass ein gewisser Bruder Theophil einen Weg nach Jakenda ersuchen will. Hierbei scheint es sich um ein verstecktes Gebiet zu handeln, da mir ein Ort solchen Namens vollkommen unbekannt ist. Ja, ja. So, Bosbar, wollen wir los? Komm mit. Komm mit. Gut. Oder jetzt triggert sich das erst. Ich bin gespannt. Oh, ich gehe schon mal hier um die Säule rum. Kommst du mit? Wo bist du denn? Er ist auch um die Säule rumgegangen. Ja. Wo sind denn jetzt nun die Untoten hier? Also in Kleopatras Bad ist hier nichts in der Wanne. Ah, Moment mal, ich habe doch hier so einen. Vielleicht ist da der Schlüssel. Aha. Und das ist ja eine Technik. Voll modern. Aha. Guck mal, hier gibt's ein. Ach, das ist ein Teleport. Ein Teleporter. Richtig. Und das ist eine Truhe. Na, so geht die nicht auf, weil ich sie knacken muss. Ja, sehr schön. Ach, tolle Nummer. Und hier ein Special-Trank. Mana Essenz. Gut. Okidoki, haben wir das auch erledigt. Los, sammel ein. Super. Wollen wir da durchgehen? Nee, ich glaube mal nicht. Das ist ein Teleport zu. Was ist das? Ah, Moment mal, Moment. Bosbar, bleibt mal hier. Nicht durch den Tele. Wo willst du denn hin? Ach, der ist schon wieder getriggert. Ach, deswegen. Okay. Nein! Ich glaube, das wird so nichts. Da müssen wir halt eben den anderen Weg gehen. Bosbar, komm mal mit. Du wirst gar nicht wegteleportiert, okay. Dann gilde das für dich nicht. Okay, dann gehen wir mal. Oh, das wird hier sein mit diesen vielen Skeletten, ne? Bosbar, wir müssen echt hier aufpassen. Aufpassen machen. Hier ist aber noch niemand. Das Auge ist ja wachsam. Los, komm doch mal hin hier. Mein Gott, mach doch hier nicht so Akrobatik. Ich renne hier, ich renne. Bosbar rennt mit. So, wo seid ihr denn? Ich sehe nichts. Siehst du was, Bosbar? Ich sehe nichts. Ja, komisch. Wo seid ihr denn? Ah, die kommen bestimmt noch. Okay, er folgt mir unauffällig. Da hinten ist was. Da hinten ist was, Bosbar. Und zwar, ich gehe mal vorausgucken. Wir haben einen Skelettschützen und wir haben einen Zombie. Uah. Wir wollen mal gucken, ob wir die irgendwie kriegen. Ein Skelettschützen. Ach du liebes bisschen. Das heißt also Bogenschütze. Doch so viele. Oh, weia. Ob das was wird? Nein, das wird nix. Neue Strategie. Untote vernichten. Erstmal den Skelettschützen hier mal wegmachen. Jawohl. Zombie ist auch lustig. Dann sicherheitshalber mal ein Tränkle. So, dann passiert jetzt noch nichts. Dann werde ich mal mit einem besseren Bogen einen Schmetterpfeil einbasteln. So,
dann nochmal einen Untoten vernichten. Und zwar den links außen von der Dreiergruppe. Dann dürften sie auf uns zukommen. Richtig, genau. Gut, dann werden wir mal. Hallo? Oh. Osbor. Okay. Wir sind hinter dem hinterher. Dann gibt es hier so eine lustig Säule, auf die man mal. Hallo! Soll's hier hoch? Oh, ein Glück. So. Na. Oh. So. Osbor ist hier mit beschäftigt. Das Skelett mal eben kurz mal anschmettern. Ach, der war genutzt. Ich habe nicht so viele Schmetterpfeile. Okay, was man macht noch was. Ah, hier ist noch ein Skelett, welches noch ein bisschen. Leben hat, hätte ich beinahe gesagt. Los, Bosma, du mit deinem Zahnstocher hier. Okay. Jetzt hätten wir die erstmal durch. Wollen wir mal erstmal hier die Skelette entbohnen. Dann gucken wir mal gleich weiter. Wie wir die nächsten Skelette mit Bosma zusammen weghauen können. Kommst du noch mit? Ja, er kommt noch mit, das ist gut. Schauen wir mal, wie viel hier noch überleben tun. Oh, da hinten juckelt der Zombie rum. So, Bosbar. Mal gucken, wie viel wir hier noch über haben. Also hier ums Eck ist nichts. Und hier ist noch einer. Mhm. Hier was trinken. Jetzt weiß ich nicht, nee. Oder? Ich versuch's mal so. Hallo? Da ist er. Ah, da werde ich doch hier meinen Bogen nehmen. Ah. Müssen wir das gleiche wieder wie eben machen. Die rettende Säule, die hier ist. Du sollst auf die Säule schmettern, hätte ich beinahe gesagt. Klettern. So, der Lärm. Oh. Okay. Diffizil, diffizil. Was ist denn jetzt los? So. Skelett? Wieso kämpft ihr nicht mehr? Seid ihr bekloppt oder was? Ja, hau weg den Müll. Oder ich hau das Skelett von hinten ab. Ein Mist, viel weniger. Genau, Bosbar, das sehe ich auch. Oh, gut gemacht. So, Bosbarchen, jetzt werden wir mal gleich nochmal weiter gucken. Ob wir hier dann rauskommen. Er ist ein treuer Vater. Der Bosbar. So. Dann haben wir hier eigentlich nur noch diesen Heinz da. Oh, da hinten stehen noch mehr. Ja? Nicht Bosbar hauen. Zombie hauen. Zombie putt machen. Ein Mist viel weniger. Oh, dieser Schrei. Ja, da hinten ist nämlich noch so ein komischer Gang hier. Kommt man da irgendwie auch rein oder wie oder was? Ich habe ja einen Schlüssel, aber ich glaube... Nee, hier passiert nichts. Okay. Bosbar, dann lass uns mal weiter kämpfen. Und zwar habe ich da hinten noch was... Oh, was haben wir denn da? Alles noch Lustiges. Okay, da ist noch ein Zombie und noch so ein Heinz da. Gucken. Und zwar Zombie und ein... Ne... Skelettschütze sogar. Gucken, habe ich noch genug Mana? Nein, ich müsste mal Mana trinken. Gluck, gluck.
So, und dann werden wir mal den Skelett schützen. Der Zombie ist zu nah. Mann! Ich hab doch eben den Skelett schützen gehabt. Ah, okay. Mhm. Kümmer dich mal um den Zombie bitte hier. Ich mach den Skelettschützen erstmal. Weg. Nee, der wird nicht angezeigt. Sowas Doofes ist er auch. Oh. Mensch, Bosper. Merkst du nicht, dass der Zombie hier auf... Ach so, erst wenn ich den Zombie treffe, dann kommt Bosper mit dazu. Naja, okay. Alles klar. So. Untote vernichten. Ah, hallo, Skelettschütze. Wieso wird er nicht angezeigt? Wohin ging das doch nochmal? Ah, ich speichere mal ab. So, und jetzt eventuell der fette Fell nochmal anlegen. Skelettschütze, da ist er ja. So, mal gucken, wer noch alles nachkommt. So, der hat, den hat's erwischt. Bosper. Und der Zombie ist abgelenkt. Er trauert um seinen toten Skelett. Oh, da sind noch drei Stück. Bosper, das wird lustig hier. Ja, dafür, dass die ziemlich langsam sind, kann man die eigentlich... Hm, der eine ist total abgelenkt. Was wollt ihr eigentlich? Ach, die wollen alle da rein. So, gehen wir mal wieder zurück im Wechsel. Oh, oh, oh. Los, Zombie, sack zusammen. Oh, da ist noch ein Skelettschütze. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Soll ich ihn eventuell... Ah, ich habe keinen Mana mehr. Muss zusehen, dass ich noch den Mana trinke. So. Mann! Ein Mist viel weniger. Na, warte! So, nochmal kurz zurückgegangen. Jetzt ist auch noch der Bosper da hinten beschäftigt. Mit einem Zombie und es gibt noch einen Skelettschützen, also sollte ich doch nochmal versuchen, den da hinten hinzukriegen. Das ist der Zombie. Der Skelettschütze. Genau, richtig. Der ist damit beschäftigt, meinen Bosper auszuschalten. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. So, habe ich denn noch einen Untoten? Ja, Untote vernichten habe ich noch. Los, Skelettschütze, geh kaputt. Jawohl. Nee, doch nicht. Hat er den Zombie getroffen? Ich fass es nicht. Das wird doch nichts. Oh Mann, was mache ich nur? Das war jetzt echt Vergeudung. Okay. Okay, den Zombie ist... Ach, du hast beide weg. Und ich habe eben dumm überlegt, was wir hier machen sollten. Oh Mann. Okay, gucken, was haben wir hier noch über... Oh, schöne Sache das. Ich dachte, der Bosper geht mir auch gleich kaputt. Gott verdori. So. Rostiger Zweihänder. Skelettschütze, auch einen alten Bogen. Ja. Ja, hier unten gibt es keine Musik, wie mir die ganze Zeit aufgefallen ist. Bosper, komm mit. Ich glaube nicht, dass wir das schon haben hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Oder? Wir sind schon draußen. Geschafft. Innos sei Dank. Diesen fürchterlichen Untoten wären wir entgangen. Ich hoffe bloß, dass uns die Banditen nicht noch irgendwo auflauern. Du meinst, die Kerle wären noch in der Nähe? Ja, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Aber lass uns lieber weitergehen. Ach du Scheiße. Also, als ich hierher gekommen bin, habe ich keine Banditen gesehen. Die sind jetzt bestimmt gespawnt worden. Gespawnt meine ich natürlich, liebe Leute.
Jetzt kommt wieder eine muckende Mucke. Das ist doch schön. Ja, mit Bosbar jetzt gegen die Feuerwarane da hinten zu kämpfen, wäre wohl ein sinnloses Unterfangen. Weil dann würden die uns nämlich verfeuern und verfangen. Und da hinten, da sind sie ja auch noch. Seht ihr da hinten in der Ferne? Da sind ganz viele jetzt plötzlich von den Peoples, von den Bandidos. So was bescheuert das jetzt aber auch. Ja, dann werde ich mich mal wieder umrüsten. Kann ich ja nicht nehmen, so normalen Bolzen. Ja, was anderes habe ich nicht. So, Butch. Also mal gucken, was hier, ob wir hier Bandidos. Das sind, wie viele sind es? Dreie. So, hier ist noch einer. Nee, Vierer. Da war noch irgendwie ein Name dabei. Ah, so viel Reichweite habe ich noch nicht. Ist er noch da? Er ist noch da. Sehr gut. Mann, ich dachte, ich bin besser in der Armbrust als mit dem Bogen. Ja, toll. Na warte, du Mistkerl. Okay, nur der kommt. Okay. Oh, das war knapp. Jetzt kommen die anderen nach. Aber den kriege ich, den kriege ich. Schon wieder ein Bandit. Schon wieder ein Bandidos. Emil, aha. Emil und die Detektive, wa? Los. Emil ist weg. Ich bin auch ein bisschen verletzt. Das war's für dich, Penner. Das war's. Und jetzt fängt's auch noch an zu regnen an. Okay. Du hast ja nicht mal Gold dabei? Nee, hat er nicht. Oh, ein Gehstock. Schöne Sache, das. Emil und die Detektive. Oh, was hat er denn? Beschädigten Schild. Ein Eschenbogen. Oh, gleich mal. Was hat er denn? Schaden 80. Geschicklichkeit 80. Kann ich also nicht angeben. Was haben wir hier? Oh, das ist gut, dass wir jetzt einen neuen Portalstein haben. Beziehungsweise einen Teleportstein. Bosbar, das sieht gut aus für uns. Aber ich bin der Meinung, dass wir hier noch mehr Banditen treffen werden. Immer. Du bist ja immer noch unverletzt, das ist ja irre. Und einen Heiltrank trinken habe ich dich nicht sehen. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich lang? Wir sollten ja eigentlich wieder zurück zu Mama. Okay, also auf dem Berg rechts hoch. Also hier rechts rum. Wer ist er denn da? Wer ist denn er hier? Mein Gott, ein Kampf. Oh, wie was? Ich sehe nichts. Siehst du was, Bob? Oh! Das war's für dich. Scheiße. Ach, Mann. Ich bin so hart. Ich bin jetzt ziemlich hart getroffen. Mir was trinken? Klappt das noch? Ach, du liebes Lieschen. Okay. Da muss irgendwo noch so ein Heinz da stehen. So, Bosbar. Also, auf jeden Fall erstmal vorsichtig an die Sache rangehen. Ein bisschen was trinken. Ein bisschen Fleisch essen. Und gucken, ob ich noch eine bessere Waffe habe. Nein, immer noch nicht. Okay, Bosbar, jetzt gucken wir mal. Komm mit. Da. Da ist ein Heinz am Stehen. Was ist das für ein Heinz? Das ist Enim. Oh, der ist neutral. Okay. Da steht Enim mitten unter dem Banditen. Ich glaub's ja jetzt nicht. Weiter? Mein Gott, ein Kampf. Wo denn? Ah, da hinten versucht einer uns sozusagen. Bosbar, da hinten. Oh! Oh! Oh, Mo, no! Oh, Moshidoshi, no, 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 no! Das war's für dich, Penner. Du hast noch nicht mal Gold dabei? Ah, da brauche ich gar nicht nachgucken, aber sieht, dass er kein Gold hat. Jetzt werde ich wieder getroffen. Wo? Mann, Bosbar. Oh, Menno. Dann ist auch noch so fucking dunkel, ey. Wo?
Scouten. David! Scouten! Wo sind sie denn? Die Bandidos. Hier ist keiner mehr. Okay. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Auch nichts zu plündern. So, wo ist denn jetzt Egil? Okay. Steht wohl auf dem Berg oder was? Enim. Ah, da hinten. Da steht einer da. Genau hinter Enim. Bossbar, mach mal was. Weg mit der Waffe! Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Hä? Ach so. Aha. Also mal eben mal ein Pläuschen halten, was? Ach so. Der kriegt noch irgendwann mal seine Aufgabe. Aha. Erstmal hier aus der Sichtweite gehen. Bossbar, los. Langsam schleichen. Feuernessel aufnehmen. Das ist nämlich ein Schütze. Stehst du, Bossbar? Das ist ein Schütze, ist das. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen schwierig. Mal gucken. Zieht er gleich seine Waffe oder seinen Bogen? Er zieht gleich seinen Bogen. Das ist natürlich doof. Ah. Das war's für dich. Oh Mann. Mensch. Wollte doch so schön den Banditen von der Seite flankieren. Mann. Und hier gibt's... Hey, war ich hier noch nicht? Schatulle, wir beten noch mal eine Runde. Und zwar mit vollem Einsatz. Und haben einen Geschicklichkeitspunkt gewonnen. Das ist ja klasse. Und warum steht denn Enim da hinten rum? War hier noch was? Den kann ich noch mal anquaken, aber ich weiß nicht, ob er was sagt. Nee. Okay. Dann haben wir leider Pech gehabt. Irgendwo habe ich noch aus dem Augenwinkel eine Pflanze gesehen. Wenn mich ja, genau, richtig. So. Bossbar, wir müssen hoch zum Beherrscht, zu den Leuten im Norden. Währenddessen müssen wir leider hier Banditen auf dem Wege morden. Ach, yeah. Kommt mir so vor, als wäre ich gar nicht lang gelatscht. Sind wir überhaupt richtig hier? Ja, da schon. Das ist bekloppt, das aber auch. Jetzt hoch. Kommen wir eventuell mehr. Da ist doch was. Ja, hier sind auch noch welche. Ach, dann werden wir sie mal wieder. Versuchen von hinten anzuschleichen, aber ich sollte doch mal ein bisschen was mampfen vorher oder was trinken. Trinken geht schneller. Mal gucken wir uns das mal an hier. Okay, einer zückt den Bus. Wie viele sind denn das? Nee, geht nicht. So, ich hatte meine kleine Wegzehrung gehabt. Irgendwo war doch ein Schütze. Da ist er. Das ist der. Moment. Der dürfte das sein. Dann werde ich doch mal kurz auf mein... Was haben wir denn hier? Kleiner Feuersturm. Moment mal, hier vielleicht haben wir... Feuerpfeil, na, ich glaube nicht, ob die so viel großer Feuersturm. Muss den in eins wegmachen, sonst bringt das nichts. Okay, nehmen wir den großen Feuersturm. Schauen wir mal, so, Bandit. Oi! So einfach geht das? Okay. Na? Das war's für dich, Penner. Oh, Scheiße! Irgendwer schießt hier noch. Das gibt's doch nicht. So, jetzt nur nicht versagen, meine ich.
ganz schnell was essen. Ich höre nichts. Kein Kampf. Kein Kampf, liebe Leute. Wo ist was? Die beiden sind hier voll im Zielmodus. Wer schießt als erstes? High Noon. Kann das sein, dass hier keiner irgendwie was macht? Doch, er hat mich getroffen. Na, er ist auf mich losgegangen, alles klar. So ein Mist. Triffst du das den? Das war's für dich. Oh, er hat getroffen. Oh, Leute, da sind sie alle. Mhm. Schön. Jetzt alle gekillt. Gelootet. Hatte nicht einer von diesen Banditen noch einen Namen gehabt? Bandit, 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 Milizarmbrust. Ach Gottchen. Komm, nee, hier bin ich, hier bin ich. Oder so. Gucken wir mal eben. Ah, hier ist noch ein Banditchen. Den müssen wir auch noch mal looten. Und ein Hackebeilsche. Gibt's hier noch was? Ja, hier gibt's noch einen Rumtreiber, der sich hier mal so herumtreiben lässt. So gesagt, im Liegen herumtreibt. Ja, liebe Zuschauer und Odyssey im Auftrag des Königsfans, ich werde diese Folge jetzt schließen. Es ist kurz vor Heiligabend, kurz vor Weihnachten. Bossbau und ich wünschen euch eine frohe Weihnacht. Falls wir uns nicht mehr hier wiedersehen, sage ich Tschüss, schreibt einen Daumen und zeigt einen Kommentar auf. Ihr wisst genau, was ich meine. Augenzwinker. Ich tschüssi. Yeah.